Ich habe Ihre Arbeit gelesen. Sie enthält außergewöhnliche Erkenntnisse. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch ein weiteres Element ist. Sie denken an ein unbekanntes Element? Wissenschaft heißt Veränderung. Diejenigen, die Wissenschaft heute betreiben, waren die gleichen, die glaubten, die Erde sei eine Scheibe. Nein, wir bieten Ihnen nichts an. Wenn meine Forschung nicht für sich selbst spricht, dann haben Sie sie völlig falsch verstanden. Ich werde beweisen, dass Sie sich irren. Wir alle glaubten, Atome seien unveränderlich und stabil. Auf manche trifft das nicht zu. Und ich nenne das Radioaktivität. Wer glaubt, unser Radium könnte Krebs heilen? Du hast Außerordentliches erreicht. Du hast die Welt verändert. Unsere Arbeit wurde für den Nobelpreis nominiert. Für die Auszeichnung ist nur mein Name genannt. Du hast meine Brillanz gestohlen, sie für deine ausgegeben. Die Sache ist wichtiger als wir beide. Ich wollte nur wissenschaftlich arbeiten. Manche sagen, dass mein Radium sie krank machen würde. Und hier stellt sich die Frage, ob es vorteilhaft für die Menschheit ist, die Geheimnisse der Natur zu kennen. Mein ganzes Leben war ruhelos. Ich war immer auf der Suche nach dem Unbekannten. Dies ist mein Kampf. Und ich werde ihn gewinnen.